Selam aleyküm. Aleyküm selam mein Bruder. Wie neuer Tag. Neues Glück. Habibi LB. Meine Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Bloody Talk. Heute haben wir natürlich heute Vorstellungen. Ihr kennt uns jetzt schon. Ja, so sieht's aus. Das ist der It's Low. Das ist der Big Mo. Wir sind bei Bloody Vision. Und heute haben wir ein Thema für euch. Ja. Wie war die Anreise überhaupt hierher für dich? Also für mich ist es knapp 50 Kilometer zum Studio. Aber das machen wir natürlich gerne für unsere Vladis und Vladinas. Vladinas. Hamelo. Wie war für dich die Anreise? War okay, 40 Kilometer war ich nur. Ja, okay. Ne? Ja, entspannt. Hört sich gut an auf jeden Fall. 100%ige Sache, also für mich ist das auch nichts Großartiges. Die Reise, damals, das Thema heute. Ja. Marokko? Ja, die Fahrt dahin, Urlaub damals, jetzt fliegen alle mit dem Flugzeug viele. Ja. Wir sind noch von der alten Schule, ich hoffe ihr auch. Wir sind mit dem Auto gefahren, mit 8 Leute, 5 Plätze. Ja, das stimmt. Ganz eng, wie war's für dich? Das war im Kofferraum einen Anhängerkupplung. Wie war's für dich? Also ich sag dir so, das ist auf jeden Fall ein richtig schönes Erlebnis gewesen. Ne? Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, man will gar nicht mehr fliegen. Boah, das war aber damals auch anders. Wir haben eine kleine enge Buttergas mitgenommen. Ja. Wir haben auf Weg meine Mutter Marometta gemacht einfach. Verstehst du? Einfach auf Autobahn. Einfach ne? Mitten irgendwo auf Raststätte. Die Freude war auch anders. Wir waren auch viel öfter in Marokko. Ja, Bro, und wir waren auch lang, ne? Wir waren 6 Wochen. Das ist nicht mehr wie früher, oder wie jetzt besser gesagt, dass wir nur noch 2 Wochen, eine Woche in Marokko sind. Ja, jetzt ist 14 Tage. Wir waren 6 Wochen, du hast auf El-Babur gewartet, Khoya. Sobald du Richtung El-Khuzairat gekommen bist, du siehst dieses Wasser, du weißt, du bist bald da. Wer kennt das von euch, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ehrlich, bist du auch mal ausgeflippt, wo du diesen Stier gesehen hast? Boah, ja, da oben, das El war Toro. Ein kleiner Metallplak war das nur, ne? Ein kleiner Metallplak, ne? Ja. Und ich bin geflippt, ne? Mama, Rana Usulna, weißt du ja, mein Herz. Bis ich mein Vater ins Klepp bekommen habe. Ist gut. Das war Highlight, dieses. Bei uns war das schon so. Ich habe schon damals so Gänsehaut bekommen, ich war am Zittern schon, wo ich gesehen habe, okay, mein Vater geht ins Werkstatt und lässt Auto prüfen, Klima, Öl, ja. Wasch, Kusch im Regen. Ja, Wallah, ja. Da war das schon okay. Da war schon, wo du gesehen hast, diese Schabille-CD wurde eingetragen. Da war das schon okay. Da gab's kein Aux. Da gab, und wenn du Glück hattest, Glück, ganz viel Glück hat diese Autoklimaanlage gehabt. Und mit Glück hast du Ladekabel gehabt für irgendwas. Ja, wenn du ganz viel Glück hattest. Das war echt. Wir haben auch nicht gespielt auf der Fahrt, oder? Wir hatten kein PlayStation, PSP, nein, Handy, Snaps. Snapchat-Stories. Und du wolltest auch nichts verpassen, Bruder. Wir haben gelebt. Ja, wir haben uns unterhalten, wir haben uns gehauen, Wallah, wir haben geschwitzt. Das stimmt wirklich, erst recht mit Geschwistern. Ich kann mir vorstellen, für ein Einzelkind ist das echt hart. Ja, langweilig. Wie viele wart ihr? Schon. Wir sind 2. Mhm. So, ne, einer zu viel eigentlich, aber war okay auf jeden Fall. Liebe Grüße an meinen Bruder, ich mache mir Spaß, ich küsse dein Herz. Bruder, wir sind gerade 12. Masha'Allah, Allahumma barik. Mit sie, damals waren noch nicht alle da, ne? Wir sind mit 7 Leuten nach Marokko gefahren. In so einem Ford Galaxy damals. Ja. Rot. Ja. Die gab's entweder in Rot oder in Grün. Die Rot oder Grün, ne? Die haben die nur, die gab's nicht in Marokko geschaffen. Rot, Grün, Lippeland. Wallah, die sind nur dafür gedacht. Wallah, ja. Bruder, danach dieses, und ich wollte immer hinten sitzen. Ganz hinten. Ja, das stimmt. Weißt du, wie eng? Auf mir war ein Koffer. Neben mir war ein Koffer. Ich bin so nach Marokko gefahren, ne? Als ich angekommen bin, haben die mich das mit Hammam genommen, Bashir Dori Al-Adam, die weiß ja, ne? Ja. Ich war schief. Aber es war geil, es war ein Flugzeugerlebnis. Bruder, das waren andere Zeiten, Bruder. Erst recht, du hast diese Bocadillo aufgemacht, boah. Diese Atton, diese mit Tomaten, nur Thunfisch Tomatensauce. Ja, mehr war da nicht. Okay, KJ, Benina, diese auf Autobahn. Ja, Wallah. Deine Mutter tellek Baguette nur mit Händen einfach, ja, ne? Ja, Wallah. Und drum alle Thunfisch. Genau, die macht nur so Thunfisch. Diese rote Soße jetzt, ne? Ich hoffe, KJ. Ja, Bruder, also, früher gab's andere Prioritäten als heute. Früher war aber auch jedes Jahr. Ja. Du bist sogar 2 Tage vor Sommerferien losgefahren. Damit du Sommerferien in Marokko bist. Ja, ja, stimmt. Kein Marokkaner hat damals sein Zeugnis pünktlich gehabt. Nein. Niemals. Immer nachträglich. Immer krank, meine Sohn krank. Immer nachträglich. Noch stimmt. Nie, da hatte ich damals mein Zeugnis pünktlich gehabt. Nie. Das stimmt. Meine Lehrer hat mir mit Ansage danach immer gesagt, hier, der Mohammed hat ja 2 Tage länger Sommerferien. Und manchmal auch zu spät gekommen, ne? Diese 3 Tage oder so, ne? Das stimmt. Was war drin, ne? Mit einem AU aus dem Maghreb. Die wussten nicht mal, wie Magen-Darm geschrieben wird. Die haben einfach nur Salamu alaikum auf Arabisch geschrieben und drüber alle Stempel, ne? Weiß ja. Mein Lerngeld, okay, gut. Hadim liha hadim. Na, aber das war auch. Guck mal, zum Beispiel heutzutage, wie lange warst du schon in Marokko? Letztes Jahr war ich in Marokko. Letztes Jahr bin ich geflogen. 4 Jahre, Bruder.
Ja, aber Bruder, das... Verstehst du, was ich meine? Fall wieder zurück, ja. Ja, aber das ist deutsch-marokkanisch wieder. Ja. Verstehst du? Und anderes Geldverhältnis. Früher hat meine Eltern Urlaub bezahlt. Ich fahre jetzt hier in Marokko. Ja, das muss. Stimmt. Pflicht. Das stimmt. Sommerferien, kein Spielplatz, kein hier. Maghreb, Muck, Dorberken. Weiß ja, ne? Das stimmt schon. Jetzt ist anders. Jetzt ist es, Bruder, es ist einfach nur schwierig geworden, weil, guck mal, für uns war Ryanair früher günstig. Mhm. Früher hast du das Taxi von meiner Stadt bis nach Düsseldorf war teurer als der Flug. Das war krass. Für 40 Kilometer Taxi war teurer als 3000 Kilometer fast nach Maghreb. Ne? Und das war der Unterschied. Ryanair war günstig, du konntest einfach immer fliegen. Jetzt aktuell, ich habe gebucht vor nicht mal 2-3 Wochen für meine Mutter. Ich habe knapp 800 Euro bezahlt. Ich wollte meine Mutter buchen, vorgestern. Ja. 500 Euro hin. Nur ja. Handgepäck, 10 Kilo. Das meine ich Ryanair, ja. Ryanair, ne? Ganz enge Flug mit Knie auf Schulter. Warum? Warum tun wir uns das eigentlich an? Ich weiß das selber nicht. Freunde, wer von euch ist gerade in Marokko? Schreibt es in die Kommentare und schreibt, in welcher Stadt ihr gerade seid. Was eure Meinung zu Ryanair-Flüge? Wallah, würde mich sehr sehen. Ich bin noch nie mit Ryanair geflogen. Einmal von Barcelona sogar zurück nach Köln. Das waren 2,5 Stunden oder so. Ich habe geschworen, ich fahre nie wieder mit Ryanair. Es war so eng. Das ist nicht cool, ich finde es nicht cool. Ryanair ist wirklich hart. Ich habe auch gesagt, Ryanair fehlt nicht mehr viel und du kriegst diese Buslehne, dass du dich festhalten kannst. Das ist wirklich, bald kommen Hühner, Esel und so. Ich glaube, ich sag dir ehrlich, ja. Damals gab es Flüge 40 Euro. Ja. Wie werden die Leute bezahlt? Ich weiß nicht, ob die überhaupt nach Euro oder nach Cent bezahlt werden bei Ryanair. Ich weiß nicht, fliegt das mit Wasser? Vom Meer? Wallah, ich weiß es selber nicht, Bruder. Ja. Und da von oben, wie Zug, oben haben die zwei Schienen. Halszug, ja. Diese Stromdinger. Okay, jetzt lau, jetzt mal ganz oben, kann ich wie Angel. Okay, selbst noch im Maghreb, ne? Die Sache ist, ich frag mich die ganze Zeit, guck mal, warum ist momentan, ich kann nicht verstehen, Bruder, 4 Jahre kein Marokko, warum ich das verstehen kann, ist einfach nur, es ist abnormal teuer geworden. Es ist so teuer geworden aktuell, ob's der Flug ist, ob's da Leben ist. Ja. So, wenn du nachdenkst, für uns, okay, du bezahlst 10 Euro Frühstück, tut dir nicht weh. So, aber gibt dir mal einer in Marokko, der 300 Euro im Monat verdient, ne? Der soll für 10 Euro frühstücken? Okay. Niemals! Eine Frage jetzt. Ja. Damals, wo wir jünger waren, wir sind ja nicht die Ältesten, ich bin 26 Jahre alt, ja. Ne? Aber wo ich jünger war, für 10 Euro habe ich einen Tag gelebt, also nichts gekauft. Ich meine, Essen, Trinken, ja, stimmt. Mit meinem Nachbarkind habe ich genommen. Im kannst du vergessen. Jetzt ist es gar nicht mehr so, hab ich jetzt gehört. Kannst du, nein, kannst du vergessen. Also, ich war selber in Marokko, wie gesagt, ich kann dir sagen, die Preise sind so, erst recht in Saisonzeiten, Sommerferien, Ostern und, die Preise sind so enorm gestiegen. Wallah, das ist wie Deutschland. Du bezahlst für Nudeln, ob du hier bist, 12, 13 Euro, oder ob du in Marokko bist, 12, 13 Euro. Das ist kein Unterschied mehr. Ja, aber also, die nutzen das einfach aus. Das ist das Problem. Heimat ist einfach im Blut. Okay, sei ehrlich, wenn du ankommst, guck mal, ich war lange nicht mehr, 3-4 Jahre, aber immer wenn ich daran denke, wenn ich vom Boot rauskomme oder wenn ich vom Flugzeug reinkomme, diese erste, ja, ist einfach, du musst kurz stoppen, weil diese Luft ist, die ist zu eng. Kennst du die enge Luft? Ist auch so. Also guck mal, ich muss dir echt sagen, das ist ein schönes Erlebnis. Nein, natürlich. Du kommst gerade an, du kriegst direkt diese Reha von Sperrmüll, von... Nein, aber ist ja so. Aber Bruder, alte das... Luft. Genau, aber das macht's aus. Aber diese Luft nimmt dir deine Probleme. Ja, Bruder, Depressionen sind weg. Alles ist weg. Manchmal vergesse ich, wie ich heiße. Ja. Einer sagt zu mir, Ruja, kiss mal klar. Weiß ja, ne? Ja, aber ist wirklich so. Also, ich sag dir so, Maghreb. Guck mal, warum sag ich denn? Obwohl 800 Euro, trotzdem willst du fliegen. Ja, trotzdem willst du. Warum? Bledig. Obwohl ist dein Zuhause. Obwohl du für 800 Euro, ich war vor letztes Jahr, für 800 Euro in Barcelona, Flug und Hotel, all inclusive. Ja, das stimmt auch. Und du zahlst für Marokko jetzt 600 Euro, Flug nur hin. Ja, ja. Checkst du, was ich meine? Guck mal, ich verstehe das ja auch. Aber wie ich schon gesagt habe, die kann das trotzdem so... Maghreb trotzdem. Maghreb ist Maghreb. Naja, das ist so. Du kannst für 300 Euro all inclusive 7 Tage Urlaub haben. Mhm. Ne? Die lehnst du ab. Du fliegst aber nach Maghreb und du weißt ganz genau, und jetzt erkläre ich dir, was du brauchst. 2 Hemden kaufen von Trödelmarkt. Ganz wilde Hemden. Ne, diese 6-Euro Hemden. Dann Nussknacker. Ganz viele Nussknacker werden eingepackt. Und ja, immer. Von Aldi. Ja, sag ich dir. Als ob die das Bruder... Also. Wallah, ich glaube, die Maghreb, die können gar nicht... Weißt du, warum die keine Zähne mehr haben? Diese Nussknacker haben alle Zähne kaputt gemacht, Bruder. Mein Ohns, Ken hat die erwischt. Ken hat gut Schikola und die lutscht auf diese Nüsse rum, bis die Nüsse frei werden. Und hat doch ein bisschen, weißt du, ja, ne? Ja, sag ich.
Bruder, das ist eine Zeit gewesen, Bruder. Boah, unsere Familie hat nur das mitgenommen. Die sind zum Markt gegangen, diese ganz harten... Shampoo, Zahnpasta, ja, diese Parfüms, der Kletter-Oro, du machst einmal drauf, du lässt weg, ihr Parfüm ist weg. Beim Draufmachen, du riechst nur auf Haut, Rilma, weißt du, ja, ne? Sag ich doch. Und die freuen sich, Handler. Ja, aber die sind auch, guck mal, jetzt, ich habe Sachen gesehen in Social Media, Bruder, die freuen sich gar nicht mehr. Sagt, warum holt er mir ein Hemd, lass das bei dir. Bei Allah, mein Cousin. Ja, sag ich doch. Sagst du mir, ich brauche Haarwachs. Oh, ich trage das Heftli Haarwachs. Gut, doch klar, was ist mein Brett Haarwachs, ne? Ja. Bruder, mein Haarwachs kostet 5 Euro, sag ich ehrlich, ne? Ja, ja, ist auch so. 5 bis 7 Euro. Schick mir ein Haarwachs von Schwarzkopf. Ich kenn das nicht mal. Das kostet 15 Euro. Ja, Bruder. Was machst du, wie willst du beeindrucken? Zuck, den du laut verkaufen willst, ja, du Wunder. Haarwachs. Aber ist auch so. Die sind undankbarer geworden. Ja. Das auch, muss man ehrlich sagen. Ja, aber was heißt undankbar, ne? Guck mal, wir sind's gewohnt. Die wollen auch da dran kommen. Billige Sachen geben. Die wollen auch da dran kommen. Ja, safe. Unsere Qualität wollen die auch haben. Es ist normal. Ja, weil die sehen dich auch. In Marokko, du gehst genau. In diese 1 Euro Haarwachs und der Kadir Schwarzkopf, ja, ja. So. Ist auch und so. Und der sieht bei dir, Lela Kamila Sha'ala Haka. Nein, das Schlimme ist, bei uns ist, wie ich schon gesagt habe, wir holen uns richtige Parfüms. Wir holen uns alles rum und dran. Und wir geben denen dann dieses B-Ware, C-Ware, ja? Oder wenn wir kommen, wir holen uns Sachen beispielsweise und lassen unsere alten Sachen immer da. Ja, das stimmt. Oder spenden die. Ja, das oder stimmt. Keine Ahnung, stimmt. Was ich meine. Das stimmt schon. Das ist auch ein bisschen unsere Schuld, muss ich ehrlich sagen. Ja, Bruder. Aber trotzdem, nochmal, da kommen wir wieder dazu. Bruder, Bledner ist Bledner, Bruder. Ja, das ist die Eins. Du kannst machen, tun, was du willst. So, woher kommst du aus Marokko? Aus Birken, Bruder. Birken. Also Birken, mein Vater kommt aus Birken. Ja. Meine Mutter ist in Marrakesch nur geboren, ja. Aber in Hüsn war komplett seitdem die denken kann aufgewachsen. Mashallah. Ja. Und was ist so in Birken so das große, sag ich mal, in jeder Stadt Litchen, hast du ja was? Litchen. Die sind für Orangen bekannt. Okay. Mein Lieblingsfarbe ist auch Orange. Stark. Deswegen Litchen, Orange, braune Haut, weiße Finger, weiße Fingernägel. Nein, Litchen auf jeden Fall bei uns. Woher kommst du denn? Ich komme aus Wujda und aus Knetra. Ja, wir sind Nachbarn, Bruder. Bei uns ist es Keren. Jari. Keren und Berid auf jeden Fall. Ich habe gehört, bei euch, man muss für Busse lange anstehen. Ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Alles hat ihre Priorität, Bruder, ne? Aber warum bist du dieses Jahr nicht geflogen? Oder fliegst du noch? Nee, ich bin dieses Jahr nicht geflogen, weil ich, wie gesagt, ich finde die Preise zu teuer. Mhm. Nee, ich boykottiere das, bin ich dir ehrlich. Auch wenn ich mein Land tot lieben, sag ich mal, egal wie ich das lieben will und kann. Es ist nicht meins. Ich zahle keine 800 Euro, das ist für mich unrealistisch. Mhm. Dass ich 800 Euro zahle, dann warte ich lieber noch ein paar Monate und dann kann ich vielleicht ein Ticket buchen, wenn es günstiger ist, ob September, Oktober, irgendwann die Ecke. Ist für mich natürlich dann besser, als wenn ich jetzt fliege. Was habe ich davon? Jetzt, es ist alles voll, es ist alles überteuert, du kannst nirgendwo parken. Was hast du von deinem Urlaub? Du zahlst doch insgesamt fix für 2 Wochen in Marokko realistisch mit Flug und deine Fix, also alles, was du brauchst, bist du bei 2.000 bis 2.500. Bruder, sag dir ehrlich, wenn ich so 10 Tage fliege, ja, also ohne Flug, ich habe Flug schon bezahlt und ja, so, Bruder, musst du deine 1,8 mitnehmen, Minimum, Bruder. Ich sag ja, 2,5. Obwohl du in der dritten Welt bist, ne? Man ja, kann schon dritte Welt sagen, meine ich ja. Handler Marokko, wir geben Geld einmal aus, wir wissen nicht wofür. Kennst du das? Ja. Du hast dein ganzes Geld ist weg. Du kommst mit Fufi zurück, wegen, kennst du auch, du kommst Deutschland an. Ja, ja. Flughafen vielleicht, Atschutz, Haja, ja, und ja, da kennst du doch. Und denkst dir, wo steht? Hand dich, Kilo für Baliza. Ja, aber Bruder, weißt du, was das Problem auch ist? Wenn wir in Marokko sind, 200 Dirham ist für uns nichts wert. Griechen ATOA, ne? Ist für uns nichts wert. Aber in Deutschland ist 20 Euro viel, mein Bruder. Damit gehst du tanken, du gehst essen mit 20 Euro. Aber in Marokko juckt dich diese 200 Dirham nicht. Das ist für dich nichts Besonderes auf einmal mehr. Wir lassen einfach laufen. Ja, aber so ist es auch normal. Du bist im Urlaub. Aber ich finde jetzt auch, ich finde dieses Jahr, also kann man nicht darüber reden, schon stark. Viele Marokkaner aus Deutschland sind in Marokko. Ja. Aber finde ich gut. Ja, also endlich mal wieder. Ja, weil jahrelang war halt nichts. Verlieren den Faden. Ja, genau. Das stört mich auch sehr, sehr extrem. Ja. Zum Beispiel viele Jüngere, meine Nichten, können zum Beispiel, alhamdulillah, ne, alle gut sprechen. Meine Cousinen, die Kleinen, alle gut sprechen. Aber ich sehe oft Marokkaner draußen, kennst du doch, ja, ich bin ja YouTuber und so. Natürlich. Manchmal sprechen mit mir, woher kommst du aus Marokko? Dann du redest mit denen Marokkanisch und die können nur Safi. Ja, oder Ewa oder Schuf. Ja. Das war's. Das ist traurig. Aber da kommen wir auch noch mal dazu. Bei uns geht's noch Deutschland. Geh mal nach Belgien.
Frankreich. 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 Geh mal dahin. Du hörst, je suis, Ewa. Ewa. Die reden so gut wie kein Arabisch mehr. Das ist traurig eigentlich. Das ist, stell dir vor, du bist so, là, l'humain, j'ai font, les, l'Ouelida, les, aber weißt du, wie das Problem auch kommt? Weißt du, woher das auch kommt? Bruder, weil, wenn die nach Marokko kommen, haben die keine Nachteil dadurch. Die Verkäufer, alle reden Französisch. Die geben dir die Preise auf Französisch. Und die rasieren dich auch auf jeden Fall auf Französisch. Die nehmen dich auseinander auf Französisch. Was sag ich denn? Na, hast du recht. So, und wir sind auch nicht besser. Nein. Ich glaube nicht, dass wenn wir beide nach Marokko kommen, dass die sagen, mit dem können wir keine Tricks machen. Ja, das war die wir werden natürlich auch rasiert. Aber es bisschen ist harmloser. Bei uns sagt ihr echt, wenn ich einkaufen gehe, die sagen, oh, Rakimlalman. Ja, habe ich auch oft gehört. Weißt du, ich meine, so auf den. Ja, aber das ist auch das Traurige, wie du sagst, wenn alle mit mir Französisch reden. Ja. Warum soll ich dann, ja, ne, Marokkanisch reden in Marokko, warum soll ich auch so lernen? Für wen? Und für wen? Aber weißt du, wo der Unterschied doch ist, warum wir das besser können als die Franzosen, meiner Meinung nach, weil die Generationen bei den Franzosen, es ist schon gefühlt die dritte Generation, vierte Generation. Die waren früher da, ja. Die waren viel früher als unsere Eltern. Ja, in Deutschland zum Beispiel. Bei uns, wir sind die maximal zweite Generation. Da habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, wir sind maximal die zweite Generation in Deutschland. Ne? Aber in Frankreich höre ich schon die vierte, schon die fünfte. Oder Algeria. In Frankreich auch, vierte Generation. Algerier sind Franzosen. Ja, die sind schon 100 Jahre da. Die haben, ja, das für mich ist Frankreich Algerien. Ja, zum Beispiel. Ola, Maschallah, die haben auseinandergenommen, das Land. Maschallah. Ja, ist ja auch so. Ola, alles richtig gemacht, bei Allah. Ja, also deswegen sage ich ja, man kann sehen, wie man will, aber die Franzosen, deswegen sage ich dir, diese Generationen, die wurden halt jedes Mal mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, ja, wieder. Und das verblasst halt irgendwann, ne? Das ist wie, wenn du einen Kaffee machst und jedes Mal mehr Wasser reintust. Die DNA irgendwann genau, so sieht's aus. Ja, das ist bei Frankreich, ich finde es schade. Ich finde das gut, dass viele Franzosen so immer bei Musik manche arabische Wörter mit reinnehmen. Ja. Aber da hörst du, dass die arabischen Wörter abgeschwächt sind. Yani, du hörst schon, dass er eigentlich nicht so gut kann. Subhanallah, das einzige Wort auf Französisch, was ich kann, ist Milfei. Und das, was das Essen ist, Bruder. Mit dir, Allah. Tolo nix, meiner Schee, Mehlfei, bitte, Leute. Schreibt in die Kommentare, it's low, braucht ein Mehlfei, bitte, besch, nukleludi, kafarham. Wallah, aber in Spanien wiederum, viele reden gut. Ja, das stimmt. Ja, weil die auch sehr aber nah. Aber in Spanien ist auch bestimmt schon die 11. Generation sogar. Ja, aber du musst dir vorstellen, Spanien ist sehr nah an dem Maghreb. Sehr nah. Und du hast auch viele Ecken, wo maximal nur Marokkaner sind. Maximal. Und die Spanier sind öfter, finde ich, in Marokko als die Franzosen. Ja, für die ist das ein Katzensprung. Wie oft bist du in Holland? Ja, nicht oft. Hm? Ja, aber rein von der Realität her. Nein, oft. Sehr safe. Das meine ich, ja. Die haben auch ich finde, die Spanier, die spanischen Marokkaner, wir haben jetzt auch viele hinbekommen, ist dir vielleicht aufgefallen in letzter Zeit. Sehr viele. Ja, ich finde, glaube ich, Spanien hat, glaube ich, keine Marokkaner mehr. Alle spanischen Marokkaner sind nach Deutschland gekommen. Mahalab, wir kommen an dieser Stelle. Ich finde, dass die sich auch hier gut reingefunden haben. Aber wenn ich einen spanischen Marokkaner sehe, ich denke, der kommt aus Marokko. Ja, das direkt stimmt. Direkt aus Marokko. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, du siehst da gar keinen Unterschied. Du siehst nicht, du hörst auch nicht. Der benimmt dich auch so. Ja, und wenn er dann Spanisch redet, der kann fließend Spanisch, du siehst ihn das gar nicht an. Ja, du denkst, ja, da Ricky Hachelli, der sagt genau. Irgendwas Remix. Ja, ist auch so. Das stimmt vollkommen, Mullah. Aber ich feier Spanisch. Ja, weiß ich nicht. Feierst du nicht? Nee. Nicht Kolonie so. Und so Molonie damals, sagst du? Nicht das, nicht deswegen, ich feiere das nicht so. Französisch finde ich da schon... Französisch, ja, ist geil. Aber ich finde, okay, es gibt ja marokkanische Franzosen, die uns jetzt bekannt sind. Ja. Spanier, Belgier und wir Deutschen. Ja. Deutsch-Marokkaner, französischen Marokkaner, ne? Spanisch ja. Und... Wo würdest du sagen, 1? Und wo würdest du sagen, 4? Kannst du mir mal so, nach deinem, wo du jetzt sagst, so, ja, nach ne? Meine Meinung nach. Sagen, erst Sprache und dann Zusammenhalt. Okay, erst Sprache, 1, 2, 3, 4 und dann Zusammenhalt. Okay, dann gehe ich mal auf die Sprachen. Mhm, die Sprachen. Sprachen 1, Deutschland. Mhm. Findest du? Ja, 100%. Ich finde sogar noch mehr als die Spanier. Echt? Doch, denke ich schon. 2, Spanien. 3, Belgien. Ja, ich würde auch Belgien sagen. Und 4, Frankreich. Zusammenhalt, 1, Frankreich. Zusammenhalt? Ja, doch, 100%. 100%. Ich würde sagen, so Belgien, Holland 1. Nee, nein, nein. Ich denke Frankreich, danach Belgien. Ich sehe das ja halt. Ne? Aber ich sehe in Frankreich eher mehr
mehr von unseren Geschwistern aus Algerien. Ja, aber wenn du die Marokkaner da alle siehst, die halten alle zusammen. Die halten alle zusammen, wie die Belgier natürlich auch. Also es ist schon Kopf-an-Kopf-Rennen für mich. Ich könnte jetzt nicht sagen, ganz klar Frankreich, aber es ist schon Frankreich. Ich würde es eher anders gruppieren. Nee. Auf eins Holland mit Belgien tun. Ich würde sogar sagen beide und dann nur 1, 2, 3 vergeben. Also das schlechteste Land, da sind wir uns einig. Ja, brauchen wir gar nicht zu reden. Deutschland, 100%. Wir halten fast gar nicht zusammen. Ja. Bei uns, wir wollen, aber inshallah ändert sich das bald. Ne? Inshallah, hoffen wir mal. Wir geben uns Mühe in jeder Hinsicht, Richtung, dass wir alle Marokkaner zusammenhalten, inshallah in Deutschland, dass wir auf die Eins kommen. Ist auch so. Ne? Weltweit, inshallah auch. Inshallah. Aber wir halten auf jeden Fall nicht zusammen. Gar nicht, überhaupt nicht. Wir machen, boah, hast du gesehen, jetzt Leute das Video sehen. Dislike löschen. Nein, bei uns ist das Problem, guck mal, ich habe das ja gesehen, wie gesagt, bei den Belgiern, Franzosen, Holländer, die gönnen mit dem Herz, aber nicht mit dem Mund. Du siehst das gar nicht, dass er dir gönnt. Nee. In Deutschland ist es andersrum. Der gönnt dir mit der Zunge, aber nicht mit dem Herz. Der lacht dich an. Genau. Krass. Der sagt zu dir, Big Mo, ich habe dein Video gesehen. Du sagst, den habe ich geliked. Ah, Bruder, ich habe keinen YouTube-Kanal. Und der hat einen. Ja, ja, aber der gönnt dir das einfach nicht. Ja, das ist der will nicht für deinen Algorithmus. Aber wir machen das natürlich anders. Freunde, und ihr genauso. Liked, abonniert. Es kommt jede Woche was Neues, hoffen wir mal. Auch auf Instagram, Leute. Blair Division. Abonnieren. Viel zu wenige Follower dafür, dass ihr so aktiv dort seid. Geht auf jeden Fall jetzt kurz Stopp, Break an der Stelle, unten Infobox, Blair Division antippen, folgen. Wenn ihr ganz wilde Blairdies seid, auf Instagram gibt es sogar eine Glocke, da werdet ihr bei jedem Beitrag benachrichtigt. Und wir werden halt auch viel auf Blair Division haben, was wir nicht auf unsere Seiten machen werden. Weil das sind ja unsere privaten Seiten. Richtig. Auf Blair Division werdet ihr Sachen sehen, die wir halt dann nur da preisgeben, von uns auch. Deswegen abonniert wirklich den Kanal, alle Freunde. Erst recht unsere Abonnenten, macht das mal. Das kostet euch nichts, das ist ein Klick. Das ist einmal auf die Markierung klicken, einmal folgen und direkt geht's weiter. Das ist ja das kleinste Problem. Seht ihr uns auch auf dieser Plattform, ja, Hobbys. Um kurz nochmal auf dem Thema Zusammenhalt mal auszuschweifen. Zum Beispiel. So einfach wäre es dann, uns auch zusammenzubringen. Ja, ist ja auch so. Safe, hundertprozentige Sache. Deine Tante aus Marokko. Ja. Wenn sie kommt. Macht die Geld? Oh. Meine Tante aus Marokko, wenn sie kommt. Wie gern mag deine Tante aus Marokko Geld? Boah. Nicht nur meine Tante, wer nicht in Marokko. Subhanallah, die werden von gesund, kerngesund. Die gehen ans Telefon, die werden ganz krank. Ohne Krankenhaus, ohne irgendwas. Die sind einfach mleh, ne? Boah. Hallo? Hack, Ayub. Hallo, Wilde Ayub. Ja, da ist vorbei. Ja. Ja, das stimmt aber. Ja, aber die sagen erstmal, die sagen nicht, Kirakder, Kider al-Khidma. Ja, Wushbaki Khidma, Wilde. Damit die wissen, wie viel Geld sie ziehen. Und während die reden, du hast einfach einen Stift auf Blog. Aber eins können die Marokkaner, Ullah, weil du es gerade sagst, eins können die Marokkaner unnormal. Das ist Rechnen. Es recht Suessa, ne? Ich nicht. Ja, du bist kein Susi, Bruder. Richtig. Ein Susi, sobald er den Stift in die Hand nimmt und ein College-Block, Bruder, dieser Casio-Taschenrechner zur Seite. Wallahi, der ist eine Maschine. Das sind die arabischen Genen, denke ich, ne? Weil die Araber waren ja damals die stärksten in Mathematik. Ja, das stimmt, generell ich Araber. Ich glaube auch, dass dann, wie wir besprochen haben, dass egal, wo du in Marokko hingehst, dass jeder eine andere mäßige Richtung prägt. Ja, natürlich. Und dann würdest du sagen, dass die aus Susta, wenn du sagst, gut in Mathe. Ja, Suessa, also Richtung Agadir und Atlasgebirge und. Das ist da echt stark, was Taschenrechner. Was seid ihr denn gut? Wir sind gut in Keren essen, Berita trinken. Ujda oder Knetra? Knetra, Bruder, ist für andere Sachen gut. Auch für Fisch natürlich, für den Strand, Bruder. Wir sind gut beim Schwimmen, Surfer. Echt? Ja, Brekner haben nur Ras und Kasse. Nein, wir sind nur Frauen in Brekner, ja. Ich glaube, wir sind gut in Brekner. Ich glaube, wir sind gut da, einfach Frauen zu heiraten. Meinst du? Ja, du siehst kein Brekner, der nicht Minimum zwei, dreimal verheiratet war. Ewa, Bruder. 100%. Wir sind, ich würde mal sagen, in Birkenau, wir sind eher so die Probierer so, yani, wenn wir Haribo dort waren, wenn wir nehmen zwei. Das ist so? Ja, also wie gesagt, jede Stadt hat wirklich seinen Teil, ne? Ich kann über jede Stadt so gut wie was sagen, ne? Ganz kurz, weißt du, was mir aufgefallen ist? Gerade habe ich das nachgedacht. Weißt du, was ich ein bisschen auch traurig finde? Was denn? Dass wir Marokkaner leider immer weniger Kinder haben wollen. Das stimmt. Krass, ich finde das krass. Das stimmt, aber
Man weiß ja nicht mal warum. Bruder, es ist krass. Wir sind 12. Mein Onkel hat 8. Ja. Meine Tante hat 6. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich will auch gerne 5, 6. Ich verstehe, was du meinst. Aber die Frau heutzutage, die sagt, okay, einer brät den mehr Krimser. Ja, aber ich finde, bei den Marokkanern geht das sogar noch. Findest du? Ja, doch, ich finde, das geht noch. Guck mal, wenn du jetzt über die anderen Nationalitäten nachdenkst, es gibt so manche, die sagen, ich möchte einen Hund statt ein Kind. Boah, das ist ja noch schlimmer. Boah. Weißt du, was ich meine? Ich will eine Katze. Ja, Ola, ich will ganz viel Katze. Ja. So zum Beispiel. Ja, ist wirklich so. Ja, aber ich find's traurig. Also ich find's wirklich traurig, weil, wenn du, guck mal, viele haben ja nur ein Kind und sagen dann Stopp. Ja. Das heißt, auch im späteren Leben, ne? Ganz viele Mus'uli, also das alles, die Verantwortung liegt dann bei einem Sohn. Ja, auch von den Eltern später. Normal. Ja, wir sind jetzt nicht die Generation, die ihre Eltern ins Heim schickt. Um Gottes Willen, warte, Bruder. Ich kenne viele Leute, die im Heim arbeiten. Ihr könnt uns auch gerne eure Meinung dazu sagen. Sehr, sehr, sehr gerne. Nur ganz kurz anteasern. Wir können uns mal darüber bald richtig unterhalten mit Zahlen und auch mit Fakten. Viele Ausländer, Marokkaner auch, schicken zurzeit ihre Eltern ins Heim. Ich habe einen Freund, der arbeitet im Altenheim, der sagt, hier sind 3 Marokkaner gerade drin und 6 in der Warteschlange. Subhanallah, also, wie gesagt, ich könnte das auf keinen Fall. Und Freunde, macht das auch nicht, Ola. Unsere Eltern haben viel zu viel dafür getan. Ja, die haben alles viel zu viel haben die für uns getan. Die kamen nach Deutschland, die haben für uns gearbeitet, die haben für uns gemacht, damit wir denen als Dankeschön sagen, hier, geh mal weg. Ja, aber das wird mehr passieren, ja, wenn wir unsere Kinder bremsen. Ja. Bremst nicht, lass laufen, lass sagen, wir Malik. Ja, das stimmt. Ich kann doch für Kinder. Ja, wenn du mehrere Kinder hast, das ist auf jeden Fall. Ist aber Schönes. Ja, stimmt schon. Ich bin aufgewachsen mit Geschwistern, so richtig marokkanisch. Auf Kopf hauen, ruh, jib Popcorn, der Jüngste muss immer gehen. Der Jüngste muss immer gucken, gehen. Hier, ruh, jib Hadi, ruh, jib. Der Jüngste muss der immer Älteste gehen. War nur am Chillen und alle anderen so Stück für Hierarchie. Stück nach oben musste immer laufen. War einfach eine Hierarchie. Das war wundervoll, das war wunderschön. Auch Urlaub nach Marokko war Weltklasse. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich finde es traurig. Zum Thema Marokko wieder, weil wir gerade, wir sind wieder abgeschweift. Zum Thema Marokko wieder. Dein Lieblingsgetränk in Marokko, Hawaii oder Pommes? Die Diskussion in den Kommentaren, Freunde. Hawaii oder Pommes? Ich sag dir ehrlich, warum ich Pommes nicht so feier. Okay. Ich bin Hawaii. Okay. 100% eiskalt Hawaii. Keine Chance. Pommes schmeckt mir, erinnert mich an Apfelschorle. Ist stark an Apfelschorle. Ja. Schmeckt anders, schmeckt besser als Apfelschorle. Stimmt schon. Aber ich finde, wenn du sagst, sag mir ein wildes marokkanisches Getränk, was an fast nichts rankommt, ist Hawaii. Meiner Meinung nach. Also was an deutschen Getränke oder an europäischen Getränke nicht ähnelt. Es ähnelt fast kaum. Also Hawaii ist sogar für mich so, die können auf jeden Fall mitmischen, so bei anderen Getränken, ne? Ja, safe. Wie mit Cola und. Die können da auf jeden Fall mitmischen. Safe. Und deswegen sage ich dir, also für mich ist es, ob es jetzt Hawaii oder Pommes, wäre für mich natürlich dann auch Hawaii. Weil Pommes ist wirklich, wie du schon gesagt hast, wenn du das hart auf hart vermisst und du kommst nicht zur Ellerstraße oder egal wo in der Nähe, wo du die Getränke kaufen kannst, holst dir die hart auf hart eine Apfelschorle, machst ein bisschen deine Augen zu, träumst ein bisschen, vielleicht kriegst du dann einen Pommes. Ja, safe, schreibst aber Pommes. Aber bei der Hawaii findest du nicht. Also sagst du auch Hawaii, du bist Hawaii. Ja, 100%. Freunde, schreibt in die Kommentare, ob Hawaii oder Pommes. Ich bin so enttäuscht uns nicht. Ich bin so gespannt, weil die Diskussion, die geht um weiten... Die ist krank. Ja. Okay, bist du eher der Simmen-Typ oder der Brrrr oder der Chrengo oder? Überall sagt man es ja anders. Bei uns sagt man Simmen und Brrrr. Simmen 100%. Oder Chrengo, ja? Simmen, ja. Simmen 100%. Echt? Ja, klar. Guck mal, in Wish, da gibt es eine Kombination. Ich glaube, vielleicht feierst du die vielleicht nicht. Die machen Simmen, Lavashkiri und Lkasher, Bruder, Wurst. Und dann drehen die das zusammen und schneiden das. Einfach marokkanischer Dürüm. Marokkanisch, ja. Ungefähr, aber schmeckt. Subway-Edition. Schmeckt, Freunde aus Wichita und Umgebung, ihr kennt das safe. Aber ich hab auch mal gegessen, in Holland, Amsterdam hab ich das auch mal gegessen. Ja, das essen viele. Im Café, safe, safe. Also im Simmons auf jeden Fall stärker. Ich finde, aber ich bin auch kein Brille-Typ. Wir sind gerade beim Essen. Ja? Lbeni oder Donut? Boah. Generell Donut, deutscher Donut. Ja, aber wenn ich schon am Strand, Lbeni auf jeden Fall. Und hier in Deutschland? Safe, Deutschland, ja, safe Donut. Nee, ich bin auch hier in Deutschland. Echt? Am frühen Morgen, wenn du gerade runterkommst, du guckst, hey, bin ich gerade fertig, der Zucker ist noch drauf, boah, doch. Ich finde die manchmal so schwach. Ja, es kommt drauf an, wo du die holst oder wo, ja, wer die macht. Ich finde die am Strand, die kommen die krass. Am Strand, gib mir einen Donut
mit Füllung und Bueno und Hueno und alles drinne, ich nehme Veni, weil der kommt einfach zu fresh. Was mir auch generell jetzt, wir reden gerade über Essen, was mir auffällt, du bist so, ich bin so und wir beide wissen das, wir sind sehr schwach und da kommen wir wieder gerade zu Deutsch-Marokkanern. Ich glaube, viele sind so, wir sind nicht mehr so stark in der marokkanischen Küche, ne? Nicht so stark. Wir mögen nicht mehr viel. Wir mögen nicht mehr viel. Wir wollen nicht mehr. Kifta, ja. Djej, ja. Hähnchen. Alles andere, Ras, Much. Marmeta oder so. Also ich liebe Marmeta über alles, ne? Ja. Aber irgendwie in letzter Zeit, weiß ich nicht, bin ich so abgeschwächt davon. Ich mag eher draußen essen und draußen essen kotzt mich langsam auch an. Ja, kann ich auch nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Draußen essen macht keinen Spaß mehr, überhaupt nicht mehr. Obwohl wir eigentlich eine sehr geile Küche haben. Ja, die ist gut. Aber ich frage mich, ob es nur bei uns so ist oder ob es momentan überall so ist, frage ich mich gerade. Also ob jeder so fühlt wie wir gerade. Ich glaube, viele fühlen so. Weil früher war ich zu Hause, egal was kam, ich gegessen. Lobia, Besara, egal was, habe ich zermampft. Ja. Egal was. Ist aber nicht mehr der Fall. Weißt du, was krass ist, Bruder? Was denn? Darm, Ksko, ne? Ja. Wenn du das isst, Kescheberg, Darm? Nein, guck mal, in Marokko. In Marokko. In Marokko. Humay Golo Halik, die sagen dir das. Ne, Darm ist Juhu, der macht Hunger. Elekle Darm für Lil, wenn du Darm in der Nacht isst, Wallahi, du bist sterben vor Hunger. Bruder, freitags, ich hau da volle Pulle rein, ne? Mir ist alles egal, ne? Ja. Ndrub hina ma, batata hi, ndrub ma, dhem, alles. Ich dusche, und tu dann khruj. Du hast wieder Hunger. Ich gucke, ey Siri, nimm mir gute Burgerläden um der Umgebung. Ja, ist das so. So. Du hast Hunger. Das ist, aber also, ey, ich dachte, ich bin der Einzige, der so fühlt. Ehrlich, ich gucke, ktr al-fakia. Kter, generell Gemüse, hau rein Gemüse, Lhem, weil Darm macht's nicht. Das ist so schlapp, oder? Also der lecker, Maximum Gericht. Schmeckt auf jeden Fall, aber ob sich das so lohnt. Mir ist das zu schlapp. Ja, ist auch. Mir ist das zu schlapp. Marokko. Ja. Eine, scheiß auf Typ. Eine von hier heiraten oder eine von Le Bled heiraten? Kommt drauf an, was die Zukunft so bringt. Ja, aber was würdest du jetzt bevorzugen? Bevorzugen. Wenn jetzt dein, sagen wir jetzt, willst du eine Marokkanerin heiraten wollen, willst du aus Marokko eine suchen? Oder würdest du hier sagen, weil viele sagen, ja, hier, momentan, nee, ich will aus Bled. Nee, ich sag mal so, ich würde erstmal hier gucken, ne? Natürlich, wenn es einfach geht, warum schwer machen? Aber wenn man halt merkt, okay, das matcht nicht, ich will jetzt nicht sagen, die Person passt nicht und ich bin voll der Perfekte. Nein, keiner von uns ist perfekt, du weißt. Aber ich sag dir mal so, wenn es nicht hier klappt, dann drüben. Wenn es nicht drüben klappt, dann weiß ich nicht. Dann Kabo Hedek. Ja. Dann gibt's für dich keinen Deckel. Für dich? Boah, ich würde safe. Ich bin ja weg vom Fenster schon, ne? Aber okay. Ich würde jetzt safe, würde ich auch so würde ich eine von Deutschland nehmen. Okay. Oder von Europa oder keine Ahnung, ob es Holland oder Belgien. Ja. Mir wäre es einfach zu viel Kopfschmerzen, denke ich. Und ich bin eh ein ganz leicht gereizter Typ. Ich bin wie Balou, Bruder. Ich mag es nur mit Gemütlichkeit. Verstehst du? Ich mag nicht diese Amt hier, da laufen. Ja. Dann holst du die hier hin und eine Frau ist ja kein Mann, der alleine drops nano. Du musst mit der zum Arzt gehen, erklären, hina, Tabib, dies, das, hina, ja, Einkauf, Elamara, nicht für Darchurri, hina, ja, die hat dann auch keinen Führerschein, oder, du musst mit der alles gehen, die hat keine Eltern hier, das heißt, die ist auf dich, nur du bist hier, mit ihr, ja. Weißt du, was ich meine? Das ist auch beschissen für dich. Ist ja auch. Weil die, entweder ist sie mit dir, oder die ist mit keinem, zu Hause langweilig. Ja. Wenn die hier mit ihren Eltern ist, ja, kannst du machen. Verstehst du, was ich meine? Kannst du eigentlich machen, das stimmt schon. Also wie gesagt, ich finde das auch auf jeden Fall wichtig, dass man guckt, was man nimmt, wie man die nimmt, ne? Ich bin auf jeden Meinung. Fall, ja. Oder das wäre auf jeden Fall jetzt auch meine Ansage gewesen. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, wer nicht findet, hat kein Glück verdient. Ja, wenn nicht sucht. Nein, ich finde, suchen ist gar nicht das richtige Wort. Ich glaube auch erst, wenn du aufhörst zu suchen, findest du. Ich finde, du musst einfach auf dich zukommen lassen. Wenn, ja. wenn du nicht damit rechnest, kommt. Und einfach sagst, ewa, lejeje, ne, dann findest du gleich. Leha, leha, wie es Habib Maghrib sagt. Leha, leha. Wow.
Ich sehe in deinen Augen Gran Taraglia, weiß ja. Nein, ich finde auch, wenn du nicht suchst, wenn du gar nicht damit rechnest, ne, auch nicht damit gerechnet zum Beispiel, ist einmal gekommen. Ja, ist auch so. Alleine. Das stimmt schon. Ich hab einfach. Ja. Verstehst du? Das ist das, was ich immer sage. Hast du noch was? Ich glaube, das wäre es erstmal, ne, für heute. Für heute haben wir das Thema gut ausgeschöpft. Doch, ich denke schon. Ich finde auch, ne? Freunde, jeder, der in Marokko ist, schreibt uns rein, wo ihr in Marokko seid. Nein. Schreibt uns rein, Poms oder Hawaii. Auch. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass die zweite Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie die erste Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Auf jeden Fall. Freunde, liked es durch. Wenn wir sehen, die Rate ist sehr, sehr hoch mit den Likes, kommt direkt auch wieder die nächste Folge. Also hoffen wir mal. Macht viele Likes, lasst viele Aufrufe da und abonniert den Kanal, Freunde. Es ist sehr, sehr wichtig. Nur gemeinsam sind wir stark. Ihr kennt den Satz von mir. Da muss ich Ihnen irgendwo recht geben. Mohim, wir sind die Bladis und nur zusammen entsteht die Vision. Und rein. Assalamu alaikum.